Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei einer weiteren Folge von Hellblade, Senua's Sacrifice. Also, stürzen wir uns rein. So, jetzt können wir durch das Tor da hinten. Und dann mal gucken. Kommt ja denn schon der Endboss? Ja, alles sehr komisch aus jetzt. So, Fokus. Warte auf die Tür. Können wir hier erstmal lang? Jetzt wieder die Frage, geht man erst durchs Tor oder geht man erst hier lang? Ach, wir gucken erst durchs Tor. Stimmt, irgendwo noch so ein Schrein versteckt, so ein Rubenschrein. Na super. So viel dazu. Jetzt wird's ja krass. Oh, gegen Zweier. Uff, gegen Zweier war gemein. Gegen Zweier war echt gemein. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Mhm. Ich hab's halt drauf. Na, mal sehen, wie lange. Ändert sich bestimmt noch. Das habe ich gar nicht aufgepasst. Einen Runenstein verpasst haben. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones
and to strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Ja, jetzt kommt das nächste Rätsel wieder. Da waren eben gerade schon die Raben wieder. Die drei Raben. Da jetzt nicht weiter. Lass mal zur Tür, ne? Ach du Gott, sind das mehr Raben diesmal? Wow, das sind echt viele. Das sind ja super viele. Alles sehr verwirrend hier. Da kommen wir nicht durch. She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Kommen wir aber noch nicht. Druth helped her. Boah, die Stimme hören auch gar nicht auf, ne? Quatschen die ganze Zeit. Den kommen wir auch nicht hin, okay. Aber vielleicht durch das Tor und dann. Ach, da frage ich mich mal, welche Seite muss ich durchlaufen und was ändert sich dann? Hier gar nichts. Was hat sich... Ach da, die Brücke war vermutlich nicht da, oder? Ja, okay, dann sah man. Tja, mein Fuck hier. Dieser Seite nicht, dann vielleicht von der anderen. Was ist nicht Tor? Jetzt haben wir das schon mal offen. Eine Mauer. Hier durchgehe ist da keine Mauer mehr. Ah, langsam habe ich es raus hier.
Können wir hier die Tür aufmachen? Genau. Wohin denn jetzt? Vermutlich muss das jetzt wieder ganz sein, würde ich sagen. Also wieder zurück. Boah, wie alles verschwimmt. Genau. Es sieht richtig aus. Jetzt können wir durch das Tor übrigens mal finden. Hier drüben. Ist schon wieder mega dunkel. Und jetzt geht's hier nicht weiter. Ach so. Ah, hier sitzt es, die hier drüben. Cool, cool. Jetzt ist es hier nämlich wieder ganz alles. Da ist das nächste Tor. So, und durch das nächste Tor passiert. Stimmt irgendwas. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. And Paul Ravens helping? No. He's not helping. It's a trick. Quiet. Quiet. I can't think. Out in the wilds. In the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. Ah, weniger Zeichen. Verstehe, okay. War das jetzt bei den anderen auch so? She remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on. Weil dann müssten wir nochmal durch das Tor da drüben gehen. Ich finde es immer noch sehr, sehr viele Zeichen. Jetzt auch ein paar weg? Nee, ne? Okay, bei dem bleiben alle Zeichen. Ist ja doof. Und jetzt? Hier war die Tür. Was fehlt hier immer noch? Okay, cool, langsam weiß ich nicht mehr, wo ich war und wo ich noch nicht war. Achso, jetzt ist hier plötzlich ein Balken. Ah. Der war vorhin auch noch nicht. Glaube ich jedenfalls. Ah, ist ja schon ein bisschen verwirrend. Hier fehlt noch das Ding. Ach, da nach oben. Okay. Spannend. Ja, wirklich ein Labyrinth. Okay, jetzt müssen wir bloß nach. I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the gloom. The smallest hints of shape, sound, or thought. Grown strength until they consumed her whole. Müssen wir bloß noch den Winkel finden, ne? The darkness had her in its claws.
Ich muss ja irgendwie runter. Ich komme hier gerade nicht runter. Ach da. Jetzt brauchen wir nur noch den Winkel. Das ist der Winkel, ja. The gate is open. Open. She did it. There's no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like he doesn't want to kill us. Yeah. You will gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillion before her time comes? Tor Nummer 3 war das jetzt, glaube ich. Jetzt muss eigentlich der Endboss kommen. Die Regel der 3. Das sieht sehr nach etwas aus. Oder? Ich nehme da mal einen Schluck hier. Eine Stärkung. Overcome Valravan's final illusion. The fearsome is keeping. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Es kommt noch ein Zeichen. Geil. Es ist mega dunkel. Warum machen die das denn? Hier geht's noch nicht weiter. Also andere Seite und dann erst durch das Vorder gucken, ne? Wie kommen wir hoch zum Tor? Hier drüben. Ja. Ich wünschte, sie hätte sich noch irgendeine Fackel mitgenommen. Ah, da ist auch noch zu. Ich muss doch mit einem Tor erst anfangen. Na, nanu. Da ist ein Tor, da kommen wir nicht hin. Da ist ein Tor, da kommen wir nicht hin. Nochmal raus, das ist ja eher unwahrscheinlich. Gibt es hier noch irgendwo einen Weg? Hoch nicht. Oh, die Rätsel schaffen mich. Die schaffen mich. Wir suchen nochmal alles ab hier. Und dann ist es immer so dunkel. Mann. Hier ist. Kommen wir hier rüber? Ich schaff das. Mal sehen. Ach, das ist eine Leiter. Ah, oh, siehst du. Da ist eine Leiter. Ich Blindfisch wieder. So, na gut. Jetzt ist vermutlich irgendwas anders. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him.
and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon? Burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Ich versuche immer nicht zu reden, wenn die hier welche Geschichten erzählen. Ist ja doch richtig toll inszeniert. Ich weiß jetzt nicht, was bei dem Tor jetzt anders geworden ist. Ich habe irgendwie nichts gesehen. Dann ist immer noch alles kaputt. Irgendwie hat sich gar nichts verändert, oder? Das Spiel ist bis jetzt sehr interessant. Ja, freut mich, wenn es gefällt. Also ich finde es auch super. Außer, dass ich mich bei den Rätseln echt blöd anstelle. Aber seid ihr ja schon gewöhnt von mir. Aha. Hat sich denn nichts geändert? Versteh's nicht. Ach, oder hat sich das jetzt hier geändert? Hier gab's ja noch diesen komischen... Ja. Hier. Von der falschen Seite durchlaufen. Möglich, möglich. Ich verstehe nicht so ganz, von welcher Seite man durchlaufen muss. Oder ob das egal ist, oder... Ja, gehen wir nochmal hoch. Also das habe ich noch nicht gecheckt. So. Können wir hier runterspringen? Nein. Ich würde aber gerne hier runterspringen. Können wir nicht. So, jetzt sind wir eigentlich von der richtigen Seite durchgelaufen, oder? Können wir nochmal durchgucken, ob's... Ich sehe auch nicht, dass sich hier was ändert. Also jetzt sind wir einmal von der richtigen Seite durch, ne? Oder? Sag mal was. Ich würde ja sagen, ja. Hier, würde ich sagen, geht es dann weiter. Ich glaube nicht. Ja, ist immer noch so doof. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute zu gucken. OBS scheint das aber irgendwie zu spinnen. Die Anzeigen sind ein bisschen zweifelhaft. So, jetzt nochmal. Jetzt nochmal hier mit vereinten Kräften. Jetzt brauche ich eure Augen. Kann sie auch schnell hochlaufen? So, was ändert sich jetzt? Der Schutt ist noch da. Ändert sich hier oben irgendwas? Ist hier irgendwas zu, was jetzt offen ist? So ein blödes Tor, das muss doch irgendwas machen. Ich weiß auch nicht, muss man immer so durchlaufen oder... Ich verstehe nicht. Der Schutt ist immer noch da.
Und da drüben die Mauer ist weiterhin kaputt. Ja, ich glaube, ihr habt beide recht. Das Boss nur Deko und will mich nur verarschen. Ey, aber das muss doch irgendwas bringen hier, das blöde Zaubertor. Ja, guck doch mal, ist überhaupt kein Unterschied. Nichts. Irgendwas da drüben vielleicht. Also es liegt nicht nur an meinen Augen, ne? Ihr seht auch nichts, oder? Da braucht man doch einen Storch. Warum ändert sich denn mit dem blöden Tor nichts? Selbst wenn man durchguckt, gibt es keine Veränderung. Und auf der Seite auch nicht, oder? Muss ich das Tor fokussieren? Nein. Ich glaube, man muss von der Seite durchlaufen, wo der Schädel ist. Also von hier. Da ist der Schädel, wir laufen durch. Tralalala. So. Und jetzt müssten wir wieder runtergehen, weil hier oben ist ja nichts. Da oben ist ja gar nichts. Ich weiß noch damals, ich hab's ja einmal kurz geguckt bei Gronkh. Ich glaube, an manchen Stellen hatte er auch Probleme. Ich weiß nicht mehr an welchen. So, jetzt gucken wir hier. Hat sich hier was geändert? Nein, natürlich nicht. Es ist immer noch doof. Was ist denn mit dem Feuerschein, dass der sich so verzerrt? Vor Leidenschaft verzerrt er sich. Und hier drüben ist auch nichts anders. Ich verstehe es, also wirklich. Nichts ist hier anders. Nichts, gar nichts. Alles noch da. Ich hätte gedacht, wir gehen durch das eine Tor. Tralalala. Dann macht sich da den Weg frei, hier zum anderen Tor. Aber nö. Nö. Das Spiel sagt einfach nö. Hochklettern. Hier meinst du? Oh, jetzt hat's geblitzt. Nö. Versuch's mal, aber es sieht ja, ne. Ne, sie ist klettermäßig, hat sie nicht so richtig Bock. Klettermäßig hat sie gar keinen Bock. Können wir vielleicht hochklettern sonst? Der Baum irgendwas? Ist an dem Baum jetzt was anders mit dem komischen Nest da oben drauf? Oder? Ich bin ja wahnsinnig. Ich glaube, dieser komische Walewalewitschi hat uns besiegt. Blödes Tor da oben. Das kann doch gar nicht sein. Da muss es doch irgendwo einen Weg geben. So, wir gehen nochmal nach oben. Da sind Raben, jede Menge Raben.
Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nichts ist anders. Vielleicht ist das Tor kaputt. Mal so lang. Vielleicht ist das Tor kaputt. Kannst du von links nach rechts, von oben nach drüben und es ist doch zum Mäusekriegen. Ruf den Zimmermann. Ja, das ist eine gute Idee. Hallo, Mr. Zimmermann. Das Tor ist kaputt. Ha. Ist das ein Bug? Kann ja auch nicht sein, oder? Das Spiel ist ja nicht gerade neu. Warum passiert denn hier nichts? Okay. Direkt runter kannst du nicht. Hier runter meinst du? Nee. Das finde ich auch so komisch. Bei den anderen Toren ging es ja immer gleich. Dass man dann halt diesen richtigen Weg nehmen konnte. Nur dieses eine Tor zickt rum ohne Ende. Ich will nur die Leiter runter. Das kann doch gar nicht sein. Schlimm ist jetzt auch, ich bin jetzt schon 1500 Mal hier durchgelaufen, dass man gar nicht mehr weiß, was jetzt richtig sein soll und was jetzt nicht richtig sein soll. Tja. Keine Ahnung. Ich verstehe es auch leider gar nicht. Ich verstehe es nicht. So, wir gucken jetzt einmal hier alles ab. Da ich wieder irgendwo was übersehen. Ist bestimmt wieder ganz einfach. Ja, vermutlich. Ja, ja. Aber das ist wieder irgend so komisch versteckt und... Kann ich hier nochmal fokussen? Nein. So, das ist Mr. Doofes Tor. Steine, 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 die ich nicht hochklettern kann, weil sie nicht klettert. Hier ist... Da war gerade auch nichts. Nein, jetzt war nur der geschlungene Weg. Der geschwungene Weg. Hier geht's... Ach nee, das war nicht der. Das war der Weg hier rein. Hier ist der krumme Weg. Da oben ist das blöde Tor. Das blöde Mistchen. Doofe Tor. Und wenn wir hier weitergehen... Das weiterhin versperrt. Also hier hätte ich gedacht, dass hier irgendwas passiert, aber nö, sagt er sich, nö. Passiert gar nichts. Okay, ich glaube, da muss ich mich erst irgendwie belesen, schlau machen oder das hier 5 Stunden lang versuchen, bis es dann irgendwas geht. Ja. Vielleicht Moos? Was meinst du damit, Andy? Warum klettert sie? Sie ist doch groß genug, um da hochzuklettern. Mensch, Senua. Muss man mehrmals durchlaufen. Da ist halt dann die Frage, wie oft, ne? Und bei den anderen Toren war es ja auch nicht so. Da hat ja auch immer einmal gereicht. Okay, ich glaube, das macht jetzt hier keinen Sinn weiter. Ja. Du musst durchs Tor. Ja, ja, ich. Dann drumherum. Ah, ich.
bin ja am Tor eigentlich vorbei. Ich bin ja öfters durchgelaufen. Durchs Tor. Mein Problem ist, dass egal wie ich laufe, dieses Geröll da nicht verschwindet. Seht ihr das? Nicht nochmal durchgehen. Aber es war nicht weg. Da. Das blöde Geröll liegt immer noch da. Oder ist, wartet mal. Ach, der Baum ist jetzt. Der Baum ist das, was sich ändert. Okay. War das vorhin auch schon so? Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Finden. The Northmen captured Finden's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. Habe ich es einfach nicht versucht, darauf zu klettern? Kann das sein? Kann das sein, dass ich es einfach nicht versucht habe, hier rauf zu klettern? Und das die ganze Zeit ging? Six years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Finden made his escape. What was Finden? Burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Finden never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Nee, ich wollte eigentlich keine richtige Folge mehr machen. So. Also es war die ganze Zeit meine Schuld, weil ich nicht versucht habe, ob sie da lang kann. Cool. Das ist wieder richtig typisch. Ich hätte einfach nur da lang gehen brauchen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also manchmal bin ich echt. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Mann, also das sah aber auch nicht zu meiner Verteidigung, das sah auch nicht danach aus, als wenn man da lang kann. Ja. Mach dir keine Probe, doch schon ein bisschen. Schon ein bisschen. So, jetzt muss der bestimmt da wieder weg. Jetzt stehen wir bestimmt gleich vor dem nächsten Rätsel. Ach, jetzt ist der Baum hier. Okay.
Oh mein Gott, nicht runterfallen. Ah! Es läuft. Es läuft. Ja, es läuft richtig gut. Also was wir bei den Kämpfen nicht sterben, sterben wir scheinbar auf Bäumen. Und irgendwo so beim Runter. Ey, was soll denn das? Ach, das ist doch. Wenn es so weitergeht, ist ihre Hand gleich ganz durchzogen. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich kann sie nicht wirklich rechts und links bewegen. Ich kann nur geradeaus gehen eigentlich. Jetzt wird's albern, ne? Jetzt wird's langsam wirklich albern. Ja, da muss ich einfach mit der Kamera ein bisschen spielen. Wir hätten doch Feierabend machen sollen, glaube ich. Wir hätten Feierabend machen sollen. Das ist ja nicht auszuhalten. Was soll denn das jetzt? Ich kann sie links und rechts gar nicht bewegen. Ich kann nur vor und zurück. Also. Oh. Das ging doch beim ersten Mal relativ gut. So, ich kann nach links und rechts kann ich nicht. Ich kann zurück und nach vorne. Ach so, okay. Wenn sie ein bisschen am Kippen ist, dann kann ich doch gegensteuern. Nicht viel, aber... Das schafft mich das Spiel. The gate is open. Open. It's darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. Didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. Help me. But there, help. In the darkness,
Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Na? Ah, fuck. Get up quick. Oh, fuck, Mann.
Focus! 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 Focus!
Ja, fuck! Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. So, das war der erste Bosskampf. Meine Güte, wow. Krass. Also wirklich episch. Sehr geil gekämpft, super. Sagt der Handicap, vielen Dank. Das war, wow. Hammer. Bis ich erstmal raus hatte, dass Blocken die Lösung ist und nicht ausweichen. Aber gut, das soll es dann jetzt wirklich gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hier geht's wie gewohnt demnächst weiter. Und bis dahin, macht's gut und bis bald.